Ein herzliches Willkommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute stelle ich euch endlich mal die ND-Verlaufsfilter-App vor, die in den älteren Sony-Kameras verbaut ist. Dieses Versprechen muss ich dringend mal einlösen, denn das habe ich euch ungefähr vor einem Jahr versprochen. Nun ist aber wieder ein neuer Anlass gekommen. Ich habe mir, wie in dem letzten Video erwähnt, die RX100 Mark V zugelegt als eine der letzten ihrer Generation, die auch einen App Store bietet, beziehungsweise die Sony-internen Kamera-Apps anbietet. Die neuen Generationen der A7 III, A7 R3, A9 etc. verzichten ja leider auf die Apps und umso wichtiger ist es noch einmal, diese tolle Funktion herauszuheben. Und jeder, der sich für diese Verlaufsfilter-App interessiert, der bleibt einfach dran. Ihr seht, ich habe das hier martialisch aufgebaut. Das brauche ich, um einfach das Kameradisplay der RX100 Mark V mit dem Rekorder aufzunehmen, damit ihr auch live drauf seid. Und deswegen nehme ich euch jetzt sofort mit hier drauf. Los geht's! Okay, dann fangen wir mal an. Wir befinden uns schon im Menü der RX100 Mark V. Das funktioniert aber mit der Mark IV und Mark III und mit allen anderen Kameras natürlich genauso. Wir öffnen die Applikationsliste und da seht ihr schon meine installierten Apps. Wir haben hier insbesondere die Himmel HDR, Sky HDR App und die Zeitraffer App. Aber heute wollen wir uns mal mit der Himmel HDR App befassen und deshalb starte ich die. Ziel des Ganzen ist es ja, eine Aufnahme zu erstellen, wo der Vordergrund und der Hintergrund richtig belichtet ist, ähnlich wie es bei einem HDR auch der Fall ist. Und ich möchte euch gar nicht mit den anderen Einstellungen hier langweilen, da diese begrenzt wären. Ich gehe gleich mal in das Custom 1 Menü, damit ich euch den vollen Funktionsumfang zeigen kann. So. Man sieht jetzt schon, das Bild ist völlig überbelichtet und als erstes werde ich jetzt mal die Verschlusszeit so anpassen, dass der Vordergrund halbwegs erkennbar ist. Ihr müsst mir auch verzeihen, denn ich schaue ja auf den anderen Monitor und das spiegelt sehr stark. Also ich hoffe, dass ich das mit der Belichtung halbwegs soweit erkennen kann, weil ich das Video natürlich parallel für euch aufnehme nebenbei. Dann haben wir jetzt den Vordergrund mal grob eingestellt. Dann schauen wir uns zuerst mal das Menü an. Hier haben wir Applikation beenden, Applikation Start. Also da kommen wir zum Startbildschirm zurück. Hier kann ich den Himmelbereich einstellen. Ich kann sagen, ob beim Auslösen 2 Sekunden Selbstauslöser oder mehr vorgewählt werden soll, damit nichts verwackelt, damit ich berührungsfrei auslösen kann. Und hier könnte ich auch vorwählen, dass ich die Endbearbeitung überspringen kann. Dazu kommen wir später. Wir können festlegen, in welcher Reihenfolge das Bild aufgenommen werden soll. Zuerst der Himmel oder zuerst der Boden. Ist aber alles nicht so wichtig in diesem Fall. Die Aufnahmetipps, die gebe ich euch jetzt sowieso. Hier stellt man den ISO-Wert des Bodens ein, den Weißabgleich des Bodens. Also ich kann praktisch den unteren Teil des Bildes einzeln einstellen und den oberen Teil des Bildes. Hier wird der Blitzmodus angesprochen, der bleibt aber eingeklappt, deswegen interessiert er uns heute nicht. Wir haben den Messmodus mitten betont, gefällt mir besser. Dann muss ich wieder ins Menü. Dann wird hier vorgewählt, ob im JPEG der Vordergrund künstlich aufgehellt werden soll. Das wollen wir alles nicht, denn wir werden im RAW fotografieren. Ja, ihr habt richtig gehört, die Kamera schreibt also den Verlauf direkt auf das RAW. Und das ist natürlich vom Bearbeitungsspielraum dann extrem zu dem, was wir dann im Ergebnis erhalten. Ja, den Fokusmodus und das Fokusfeld, das kann so bleiben. Und ihr habt gesehen, was ich im Menü einstellen kann. Ich habe auch Zugriff auf das Funktionsmenü, also der FN-Knopf an den Kameras. Und hier kann ich den Weißabgleich für unten jetzt einstellen. Ich kann sagen, wo das Fokusfeld liegen soll, den Fokusmodus und den Blitzmodus und alles andere ist ausgegraut. Ich möchte den Weißabgleich auf Schatten lassen für den unteren Bereich, damit das Gelb des Kornfeldes noch etwas besser betont wird, wohingegen ich dann für den Himmel einen Tageslicht-Weißabgleich wählen werde, der das Blau im Himmel ein bisschen betonen soll, damit ihr mal gleich seht, dass es hier nicht nur um Belichtung, sondern auch durchaus um Farbe geht. Jetzt konzentrieren wir uns mal hier auf den Vordergrund. Und der sieht für uns soweit ganz gut aus. Er sagt zwar hier plus 1 in der Belichtung. Na klar, er misst ja auch den Himmel noch ein Stück weit mit. Das glaube ich ihm jetzt insofern mal nicht. Ich lasse ihn jetzt mal plus 1. Es ist das, was ich hier auf dem Monitor erkennen kann. Auf der Taste Mülleimer, das habt ihr gerade kurz gesehen, kann man jetzt die Einstellungen vorwählen. Da gehen wir jetzt mal drauf. Und jetzt sagen wir, wir möchten den Himmelbereich einstellen. Also wo soll der Verlauf beginnen? Gehen wir gleich mal hin. Wir möchten einen Verlauf, der ungefähr
hier beginnt. Also er beginnt bei der obersten gestrichelten Linie und geht dann in den unteren Bereich hinein. Das bestätigen wir mit der Mitte. Dann gehen wir nach rechts und sagen, wie eng soll denn der Verlauf gesteckt sein? Da möchten wir einen engen Verlauf haben, denn wir haben hier eine harte Kante. Also man könnte den Verlauf auch wesentlich weicher machen, wie ihr hier seht. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Man könnte übrigens auch den Verlauf drehen, wer das möchte. Das geht hier auf dem Bereich. Also man kann ihn hier nicht nur positionieren, sondern man kann ihn auch drehen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen schiefen Horizont hätte, den haben wir aber halbwegs schon mit dem Stativ begradigt. Und deswegen wollen wir das jetzt mal so lassen. Dann können wir den Himmelbereich einstellen. Und hier kommt schon der Tipp, Belichtung des Himmelbereichs einstellen. Belichtungskorrektur, ISO, Verschlusszeit und Blende sind ebenfalls einstellbar. Das wollen wir uns nicht zweimal sagen. Und jetzt gehe ich einfach mal hierher und mache eine kürzere Verschlusszeit. Und ihr seht schon das tolle Ergebnis. Er dunkelt den Himmel ab. Und unten rechts habe ich ein Histogramm eingeblendet. Also ich kann jetzt hier, beziehungsweise habe ich zwei Histogramme eingeblendet. Das untere Histogramm, und da sehen wir schon, liege ich ganz gut mit der Belichtung, ist der untere Teil. Und das obere Histogramm ist natürlich der obere Teil. Und wir wollen den natürlich nicht überbelichten, denn dann wäre das Histogramm ja ganz rechts im Bild. Das kann ich ja euch oben rechts auch nochmal einblenden. Das Video, wo ich ausführlich das Histogramm beschreibe und auf was ihr da achten müsst. Aber ihr seht schon, die Pixel drängen sich alle rechts am Rand. Das heißt, der Himmel wäre jetzt hier hoffnungslos überbelichtet. Das wollen wir nicht. Wir möchten ihn aber doch hell haben und deswegen würde ich das Histogramm jetzt einmal so einstellen. Wir könnten jetzt hier auch dieselbe Blende vorwählen. Das kann ich ja auch gleich mal machen. Ich muss nur aufpassen. Das ist die Taste hier unten, genau. Also hier könnte ich jetzt sagen Blende 8. Das Histogramm sieht für mich noch ganz gut aus. Und somit wäre ich schon fertig. Dann kann ich wieder auf OK drücken. Und jetzt kann ich noch den Weißabgleich für den Himmel einstellen. Jetzt kann ich sagen, ich möchte den Weißabgleich wie den unteren Teil haben oder ich möchte ihn, also hier wäre unterer Teil, hier wäre automatisch, hier wäre Tageslicht. Und Tageslicht ist für mich richtig, weil dann wird es auch ein bisschen blau und ihr seht schon in der Vorschau, das kann ein super Bild werden. Jetzt drücke ich den Auslöser durch und was er jetzt macht, ist, er wartet die 2 Sekunden ab und löst jetzt zuerst den Himmel aus und dann den Boden und dann verarbeitet er das Bild zu einem Ganzen. Und jetzt kommt noch ein besonderer Clou. Ich könnte jetzt im Nachhinein auf dem geschossenen Foto könnte ich jetzt noch mal sagen, nein, den Verlauf möchte ich breiter haben. Ja, ich könnte ihn noch seichter machen, wenn mir das im Nachhinein nicht gefällt. Oder ich kann ihn natürlich in der Position noch mal anpassen. Also ich könnte jetzt sagen, nee, also hier mach den Verlauf mal tiefer rein. Dann würde er natürlich viel zu weit ins Feld gehen. Das wollen wir an dieser Stelle nicht. Deswegen lassen wir ihn einfach da. Ich könnte ihn aber auch sagen, ich möchte ihn etwas schief haben. Also das alles kann man jetzt hier im Nachhinein noch einstellen, ist eine schöne Sache. Braucht man meistens nicht, wenn man sauber gearbeitet hat. Und dann geht man hier auf Speichern. Dann wird das Bild verarbeitet. Gut, jetzt befinden wir uns wieder im Modus. Ich werde jetzt aber mal hier die App für euch beenden und euch mal das geschossene Ergebnis anzeigen. Also ihr seht schon, hätte ich das Bild mit korrekt belichtetem Himmel aufgenommen, dann wäre ich ungefähr so. Und dann wäre natürlich das Kornfeld viel zu dunkel. Das hätten wir im RAW jetzt raufziehen können. Aber es gibt natürlich auch noch kontraststärkere Motive. Das hier mit einem hellgelben Kornfeld ist jetzt nicht das kontraststärkste, sondern das ist ja eines der leichteren Objekte. Aber ihr seht schon, wie dunkel das Kornfeld eigentlich geworden wäre. Umgekehrt wäre es natürlich, wenn ich das Kornfeld richtig belichtet hätte, wäre natürlich der Himmel ausgebrannt. Und somit habe ich mit dieser App die Möglichkeit. Wichtig dazu ist allerdings, dass ihr ein Stativ verwendet. Das ist der Nachteil dieser App. Ihr könnt also nicht einfach nur freihand das Bild machen, denn die Kamera muss sich immer auf derselben Position befinden. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich in die Bildwiedergabe gebe, dann habe ich ein sauber belichtetes HDR, was im Vordergrund und im Hintergrund ausgewogen belichtet ist. Und ihr seht auch, er hat mir auch, wenn ich jetzt weiter nach vorne gehe, er hat mir auch beide Fotos mit abgelegt. Also einmal das mit dem Himmel hat er abgelegt, dann wenn ich weitergehe, hat er das mit dem Vordergrund abgelegt und wenn ich jetzt das Bild weiterblätter, hat er die gesamte Komposition abgespeichert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in diese Apps gewähren. Es gibt da noch weitere schöne Apps, zum Beispiel die Star Trails App oder die Timelapse App etc. Schaut euch da mal ein bisschen um.
Ich habe sie damals noch für 9,99 Euro gekauft. Ich glaube, mittlerweile sind sie ein bisschen teurer im Preis. Man möchte das wahrscheinlich bei Sony so ein bisschen auslaufen lassen, ein bisschen ja, so in die Nische bringen, dass es uninteressant wird. Aber ich finde sie noch ganz, ganz große Klasse. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung zu den Apps in den Kommentaren verwirklichen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut bei einem neuen Natur- oder Technik-Video. Der Namibia-Film ist ja immer noch in Arbeit, auch wenn er erst bei 6-7% ist. Und ihr wisst Bescheid. Aber ich weiß, dass ihr mir treu seid und darüber freue ich mich. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.